Hallo und Petra hier zusammen. Ich stehe heute wie versprochen an der Lachsbach, wieder mit Spinner und Kardon. Mal schauen, was so läuft. Wie gesagt, Gerät nicht viel anders. Badhose, Kardon, feine Schnur, dreier Metzspinner. Wie in der Wesnitz. Bloß der Unterschied ist, hier ist es ein kleines Stückchen tiefer. Die Lachsbach ist relativ gerade, hat weniger Steinpackungen und auch weniger Kurven, also damit auch relativ geringe Fließgeschwindigkeit. Das Problem ist hier, dass man nur einen gewissen Teil mit dem normalen Erlaubnisschein befischen darf. Der normale Erlaubnisschein geht von der Mündung bis zum ersten Wehr. Deswegen werde ich es auf dieser Strecke heute mal probieren und mal schauen, was heute geht. Wetter sieht gut aus, um 22 Grad, Wasser ist wahrscheinlich noch nicht so warm. Wunderschöne Sonne, ein bisschen bewölkt und trübes Wasser. Eigentlich immer sehr gutes Zeichen für Fisch. Und das werden wir jetzt einfach mal austesten. Ich fange an der Mündung an und werde mich dann hocharbeiten. Und ja, ich zeige euch mal, was ich heute fange. Eigentlich mache ich hier nicht viel anders wie in der Wesnitz. Ich versuche an die Stellen zu kommen, wo ich Fisch vermute. Also drüben kurz vor dieser verdrückten Schilfkante und eben auch im Mittelwasser. Ich werfe einfach noch raus, lasse den Spinner etwas absinken und dann ziehe ich ihn langsam gegen die Strömung rein. Ich sehe jetzt auch schon kleine Dödel an der Oberfläche, die jetzt schon sich kleine Mücken laufen und Zeug von der Oberfläche holen. Und ja, ich denke mal, das sollte eigentlich funktionieren heute. Ja, die Bedingungen sind eigentlich auch nicht sehr schlecht. Und da habe ich den ersten Fisch, ein kleiner Barsch. Sehr vertreten hier in der Elbe. Natürlich jetzt. Ja, ist ein bisschen ein kleinerer Vertreter dieser Art, aber erstmal ein Fisch heute. So. Die hat auch noch in der ganzen Nummer größer. Die fängt man dann aber nur, also teilweise nur im Herbst mit Dropshot oder mit Carolina Rig, teilweise auch auf Wurm mit Schwimmer. Und was ich euch natürlich auch noch zeigen will, wenn es dann im Herbst zugeht, die Tage kälter und kürzer werden. Und dann mit Carolina Rig große Barsche zupfen. Ich lasse den Spinner auch manchmal einfach durchsacken oder einfach mal mit der Strömung mitlaufen, weil es hat bis jetzt immer manchmal guten Fisch gebraucht, wenn man einfach mal einen Spinstop einlegt. Natürlich, die Lachsbach ist natürlich ein wunderbares Salmonidengewässer. Kann man jetzt natürlich auch mit Fliege befischen. Okay. Habe ich jetzt einen Biss gekriegt, ist aber relativ schwer, also wahrscheinlich irgendwie nur ein Ast oder sowas. Ja, Bündeläste hat man hier natürlich auch öfters, da durch Hochwasser und viel reingeschwemmt wird oder einfach Leute Zeug entsorgen, was eigentlich hier nicht reingehört. Auch durch regen Schiffverkehr, wie das jetzt hier im Hintergrund sieht, wird viel ausgespült. Und gibt auch schön Strömung, wie man das sieht. Natürlich überhängende Bäume und Äste sind natürlich immer ein sehr gutes Revier. Da ist wirklich, da sich die meistens runter verstecken. Wie schon gesagt, ich mache es meistens so, wenn an einer Stelle nichts oder fast nichts läuft, also fast kein Fisch kommt, sondern nur eine kleine Barsche oder kleine Döbel, dann gehe ich einfach weiter. Aber momentan sehe ich immer noch relativ viel Kleinfisch steigen. Und das ist eigentlich für mich ein untrügliches Zeichen, dass auch irgendwo Großfisch da ist. Natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, einfach mal auf Ohren und Augen achten. Das ist A und O beim Forellenfischen, aber auch beim normalen Angeln. Dass man da einfach guckt, wo der Fisch steht. Und
wo auch die Forelle oder der Barsche einfach rauben. Also einfach mal einfach gucken, und wenn man was hört, zum Beispiel Klatschen oder irgendwo, oder man sieht, dass Forellen oder andere Fische steigen, einfach mal hinwerfen, zwei, dreimal drüber ziehen und schauen, was passiert. Natürlich, wenn man jetzt ein Gewässer nicht kennt, weil ich bin jetzt wirklich jungfräulich hier an dieser Lachsbach oder am Lachsbach, sagen wir besser so. Ich habe das schon seit zwei, drei Jahren vorgehabt, einfach mal hierher zu gehen und Forelle zu spinnen. Aber ja, ich bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Und heute ist es endlich soweit und nehme euch einfach mal mit. Ich habe jetzt gerade dorthin einen schönen Fisch gesehen, der gerobbt hat. Was gesagt, an der Oberfläche gestiegen ist und sich eine Mücke geholt hat. Entweder es ist ein großer Döbel, was möglich ist, oder wirklich eine schöne Forelle, was natürlich noch besser wäre. Weil ich habe heute eigentlich als Zielfisch die Forelle gesetzt. Und natürlich alles andere ist natürlich auch schön. Also ich sag ganz ehrlich, also ist es, wenn ich eingehe, ist es mir relativ egal, was ich fange. Deswegen bin ich persönlich ein Allround-Angler. Ich lasse mich da einfach nicht gerne in eine feste Form pressen. Und ich mache eigentlich alles, außer das Fliegenfischen, was mir persönlich überhaupt nicht liegt. Manche sind da total erpicht drauf, den perfekten Wurf und perfekte Fliege und was es da nicht alles gibt. Ich und die Fliege, das wären keine Freunde. Ich hänge entweder auf der anderen Seite oder hänge irgendwo hinten im Gras und büße eine Fliege nach der anderen ein. Und ja, hat sie gerade so, beim Hochholen und hat hier ein kleiner Barsch zugebissen, wahrscheinlich derselbe. So, hat ungefähr handlang. Sind schöne Köderfische. Also sind wirklich von der Länge her wirklich wunderbare Köderfische. Aber gut. Ich bin ja heute nicht auf Hecht oder auf Zander aus, sondern eben auf Forelle und alles, was hier so noch rumfleucht. Ich habe auch gerade wieder gemerkt, dass es halt ein typischer Barschbiss. Er tippt zwei, drei Mal an und nimmt dann, aber es ist immer unterschiedlich. Also selbst im Herbst, ich hatte manche Tage im Herbst, haben sie wirklich, wirklich vorsichtig gebissen. Also müsste man den Haken im Gummifisch fast komplett verstecken, damit die überhaupt beißen. Und manche Tage, da feuern die einfach drauf, da ist egal, was man dran hat, egal welche Farbe, egal welche Größe, und da feuern die einfach nur drauf. Natürlich machen die Tage am meisten Spaß, weil man dann wirklich viel fängt. Aber an Tagen wie denen, wo man da wirklich alles dranhängen kann und die beißen einfach nicht, ja, das ist dann schon frustrierend, aber ich sag mal so, das ist halt Angeln, da ist man halt nicht vorgefeit, und selbst die Profis. Also ich will mich jetzt selbst nicht als Profi bezeichnen, was ich wirklich nicht bin. Aber ich sag mal so, man kann wirklich schöne Tage erleben. Ich hatte, wo man wirklich sagt, heute ist der Tag, heute fängst du dir einen Wolf. Aber es gibt halt so Tage, da sitzt man wirklich zwei Tage hintereinander, schlägt sich die Nacht um die Ohren, fährt früh weg, steht früh auf und dann passiert überhaupt nichts. Das ist ärgerlich, aber solche Tage gibt es. Ich werde, wenn solche Tage mal sind, werde ich auch kurzes Video zu drehen. Dann werde ich bloß kurz sagen, was ich für Köder benutzt habe, was für ein Tag ist und so ein bisschen Rahmenprogramm. Aber im Großen und Ganzen werde ich dann natürlich keine Fische präsentieren können. Aber mache ein kurzes Update und werde also kurz berichten, wie es eben abgelaufen ist. Natürlich, wenn ich Fisch fange und in Live-Biss präsentieren kann, ist das für mich natürlich immer das Schönste. Aber leider kann man das manchmal eben nicht erzwingen. Ich sag auch ganz ehrlich, für mich geht es nicht nur um den Fisch. Also für mich ist es eigentlich wichtig, mal rauszukommen, ein bisschen Sonne genießen, frische Luft und wirklich zu sagen, jetzt ich bin hier, ich habe jetzt mal diese Zeit für mich, wirklich mal diese, wie gerade jetzt diese 3-4 Stunden, die ich jetzt nach der Arbeit noch habe, wirklich mal zu genießen, ein bisschen runterzukommen und nee, jetzt bin ich bloß auf den Fisch zu versteifen.
sondern einfach mal zu sagen, so, ich bin jetzt hier und damit ist gut. Ich probiere es und wenn nichts beißt, dann beißt eben nicht, aber halt. Aber wenn man es nicht probiert, kann man nichts fangen. Und wenn ein Abendessen bei rausspringt, ist doch schön. Wie jetzt momentan nur Barsche beißen und nur relativ kleine sind, ja, tue ich dann auch mal den Köder wechseln, was ich auch gleich machen tue. Ich habe mir letztens einfach den Spinner abgerissen, das war nie so schön, das ist Fluorcarbon gerissen. Aber das ist in dem Sinne nicht tragisch. Ich habe das Fluorcarbon einfach nur eingeschlauft und da mache ich es mir eigentlich ganz einfach. Ich nehme den Spinner und schlaufe ihn einfach in die Hauptschnur ein. Das funktioniert genauso und mit einer weich eingestellten Bremse kriegt man die auch gut gedreht. Und im Endeffekt, also muss dann auch jeder für sich selbst entscheiden, aber ich persönlich finde es, ja, also man kann auch gut damit fischen. Natürlich hat man durch die geflochtene Hauptschnur schon eine Scheuchwirkung, deswegen werde ich das dann auch nochmal ändern. Und ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Bisse kommen. Ich habe jetzt auch das Problem, dass momentan gerade, ich sehe zwar immer noch welche Steine, dass noch welche an der Oberfläche rauben, aber ist jetzt nicht die Masse, es ist relativ viel Kleinfisch. Wie gesagt, ich stehe jetzt hier an der Mündung, rechts von mir ist die Elbe. Man kann auch im Strom fischen, das geht genauso, aber da braucht man ein relativ starkes Geschirr. Also jetzt mit dem Feinzeug, das wird da nichts. So, ich hatte die Geflochte auch den Vorteil, dass wenn man jetzt, wie ich jetzt, einfach mal da drüben in dem Schilf hängt, einfach mal richtig ziehen kann und den Spinner aus dem Schilf retten kann. Natürlich wird das dann mit vorgeschalteten Fluorcarbon ganz schlecht. So, das wird jetzt der letzte Wurf mit dem Maps im Forellendesign sein. Vorerst, ich mache jetzt mal einen anderen Spinner drauf und werde mal versuchen, hier in der Mündung noch irgendwas ans Band zu kriegen und werde mal schauen, wie das dann läuft. Natürlich die Pullbrille macht sich natürlich besonders schön, gerade wenn man jetzt, wie ich jetzt, die Sonne im Rücken hat, ist natürlich jetzt auch nicht optimal, aber das geht jetzt leider nicht anders, ich komme auf die andere Seite nicht drauf, das ist ein bisschen schlecht hier, aber ich sage mal so, man sieht natürlich, wenn dann Fische hinterher steigen, also wenn wirklich Nachläufer sind. Wie gesagt, so eine Pullbrille macht sich schon schön. Ich habe jetzt gerade einen, was ist das? Ein kleiner Rappen, ein kleiner Döbel, will ich gleich mal schauen. Ich habe jetzt den Döbel genau vor den Füßen gesehen. Mal gucken, was es ist. Ja, das ist ein kleiner Döbel. Ich habe den jetzt genau vor meinen Füßen gesehen, habe den Spinner einfach vor die Nase gehalten. Ja, kurz vor die Nase gezogen. Und der ist wirklich drauf gestiegen. Ich habe es schön gesehen. Das sind dann solche Momente, wo man sich sagt, passt. Und wie gesagt, mit der Pullbrille hat man wirklich den schön gesehen. Also sehr hilfreiches Zubehör. Und das ist ein kleiner Döbel. Der darf aber wieder schwimmen. Den will ich nicht. Jedenfalls nicht in der Größe. Ich möchte noch mal kurz was zur Warte sagen, deswegen sieht das hier auch so komisch aus. Ich habe, dass das hinten so aussieht, ich habe die Träger über Kreuz gebunden, damit nicht eher die Träger rechts nach links rutschen. Und vorne habe ich so Kleinteile, Spinnerbox und Fluorcarbon. Und in der Innentasche habe ich meine Papiere, Fischereischein, Erlaubnisschein, was man eben so braucht. Handy, Schlüssel und da hat man eigentlich alles beisammen. Natürlich auch, irgendwo muss dann natürlich auch der Fischtöter ins Maß hin. Das lege ich mir meistens sogar irgendwo daneben, weil das passt sonst, das sehe sonst alles ein bisschen übertrieben aus. So, ich werde jetzt mal den Köder wechseln und dann werden wir weitersehen, vielleicht mit einem bisschen aggressiveren Farbe. Vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Nachdem jetzt hier weiter nichts passiert ist,
bin ich jetzt mal weitergezogen. Ich bin jetzt hier in einer kleinen Steinpackung. Ich werde jetzt mal probieren, hinten in der Fähre, also sagt, innen in dem schnellfließenden Wasser, einfach jetzt mal drunter durchzuziehen und mal gucken, was dann so wird. Also ich mache sich das hier beim Stehen besser. Hier hat es ungefähr nur 30 cm, 30 bis 40 cm. Im Gegensatz zu vorne an der Mündung, dort hat es ungefähr 2 Meter. So kann man schlecht stehen. Ich habe noch ein, zwei schöne Döbel gesehen. Wir haben so 30, 40 cm werden sie gehabt haben. Aber leider nur gesehen, nicht gefangen. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber ist leider so. Das Schöne an den Fließgewässern ist natürlich, die Fische haben keine großartige Wahl. Also wenn man einen Köder wirft und den einfach reinzieht, haben sie bloß zwei Möglichkeiten, innerhalb von wenigen Sekunden zu entscheiden, ob sie jetzt beißen oder nicht. Also, meistens ist es so, wenn eine Forelle steht und frisst, man sieht sie, sieht, dass sie springt und frisst und wirft die zwei, dreimal an. Und du weißt immer noch nicht. Einfach weiter probieren, weil irgendwann kommt der Punkt, wo sie sich dann sagt, ich nehme das jetzt trotzdem, egal wie das aussieht. Hier auf der rechten Seite sind viele Steine angeschwemmt und nach links wird es immer tiefer. Also wir haben jetzt links eine relativ tiefe Rinne. Und dort drinnen sollten eigentlich Forellen und Döbel stehen. Und das werde ich jetzt einfach mal antesten. Die Hälfte der Strecke habe ich langsam geschafft. Ich gehe noch bis zum Wehr hoch. Also bis zu der Stelle, wo ich mit meinem normalen Erlaubnisschein darf. Alles dahinter wäre dann Salmonidengewässer, bräuchte ich mit der Extrakarte. Mit der feinen Spinnerei kommt man hier auch sehr weit. Welche Steine sollte man immer suchen? Also steht meistens immer Fisch dahinter. Also ich kann das jetzt mal grob zeigen, so. Gerade in dieser Kehre, in diesem Strudel da hinten, ist relativ ruhiges Wasser und dahinter stehen sie sich gerne hin, weil Fische sind Energiesparer und stellen sich jetzt nicht in die pralle Strömung. Wie man hier besonders gut sieht, ist die Lachsbach eigentlich nur, also relativ gerade, hat vielleicht ein paar kleinere Ecken, aber so eigentlich fast schnurgerade. Ich mache jetzt Schluss, mich treibt jetzt das Wetter in die Knie. Ich bin jetzt nochmal zurückgelaufen zur Mündung, habe noch ein paar Würfel mit dem kleinen Bobbler gemacht. Hat ca. 6 Gramm, schön unauffällig, sieht aus wie ein Rotauge. Ich will jetzt auch vorm Gewitter, weil es ist drückend schwül warm. Und das heißt bei uns immer, oder heißt allgemein immer Gewitter. Und ich habe keine Lust, dass es mich jetzt hier komplett einnässt. Deswegen mache ich für heute Schluss. Aber das war nicht das letzte Mal von der Lachsbach, da ja noch ein ganz schönes Stück fehlt. Und deswegen heute erstmal Schluss für Teil 1. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis demnächst. Ciao und Petri Heil.